Patient kann unterscheiden, ob er unter Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen leidet oder unter Migräne, indem das banal gesagt eine Migräne sicher ein starker Kopfschmerz ist. Ein Kopfschmerz, der einem vom Alltagsaktivitäten abhält. Und insbesondere, wenn die typischen Begleitsymptome hinzukommen, wie Übelkeit, Empfindlichkeit auf Licht und Lärm, dann ist die Diagnose schon relativ sicher. Ich habe erkannt, dass ich nicht nur unter Kopfschmerzen leide, weil es regelmäßig kam und schon früh morgens anfing mit Übelkeit und mit Reizbarkeit und das auch den ganzen Tag anhielt. Ich war zuerst beim Hausarzt, der hat mich dann mit Magnesium-Tabletten und weiß nicht was alles verpflegt. Akupunktur hatte ich noch. Und ganz am Schluss habe ich ihm dann gesagt, ich will einen Spezialisten hinzuziehen, der mehr Erfahrung damit hat, um herauszufinden, ob es etwas gibt, was mir hilft. Man sollte einen Spezialisten aufsuchen, wenn die Therapie beim behandelnden Arzt nicht befriedigend ist. Man sollte aber auch einen Spezialisten aufsuchen, wenn die Kopfschmerzen sich geändert haben. Es kann sich auch mal ein gefährlicher sekundärer Kopfschmerz dahinter verstecken. Die Behandlung von Migräne und Kopfschmerzen basiert eigentlich auf drei Pfeilern. Wir haben einen nicht-medikamentösen Bereich, wo wir Entspannungsverfahren anwenden können, aber auch Ausdauersport. Wir haben den Bereich mit der Akutbehandlung, wo die Schmerzmittel, die spezifischen Migränemittel zum Zuge kommen. Und wir haben einen dritten Pfeiler mit Medikamenten, die wir vorbeugend einsetzen. Das heißt, man nimmt jeden Tag ein Medikament und versucht so die Migränefrequenz zu vermindern. Grundsätzlich gilt, möglichst früh und möglichst hochdosiert zu behandeln. Hierbei kann man Substanzen verwenden wie normale Schmerzmittel oder auch migränespezifische Mittel. Wenn ich eine Migräneattacke bekomme, habe ich jetzt ein Schmerzmittel, das ich eigentlich einnehmen kann, das mir innerhalb einer Stunde eigentlich die Schmerzen nimmt und dann ich eigentlich beschwerdefrei den Tag verbringen kann. Schon bei Kindern sehen wir, dass Schlaf eine der effektivsten Behandlungsmöglichkeiten ist. Meistens ist nach dem Schlaf am nächsten Morgen die Migräne vorbei. Nur können wir uns das im Alltag nicht leisten. Somit helfen Dinge wie Entspannungsverfahren, Ausdauertraining oder aber auch Triggerfaktoren, Auslöser zu erkennen. Diese Triggerfaktoren können sehr vielseitig sein. Typischerweise Alkohol in schon in kleinen Mengen, aber auch zu wenig oder zu viel Schlaf, verpasste Mahlzeiten können Migräne auslösen. Nahrungsmittel werden diskutiert. Das kann sehr individuell sein und meistens ist die Suche schwierig, um dann endlich die ganzen Triggerfaktoren zu finden. Häufige Kopfschmerzen sind sicherlich ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt, sei es mit den Lebensumständen, den Verhaltensweisen, die man im Alltag hat. Und diese gilt es auch zu verändern, nur ist das nicht immer so einfach. Anderen Migränepatienten würde ich Folgendes raten, dass sie zum Hausarzt gehen, dass sie schauen, dass sie ein Schmerzmittel bekommen, die sie vertragen und die ihnen die Schmerzen nehmen. Und dann im zweiten Versuch die Ursache herauszufinden, ob die Migräneausfälle auslösen oder verzögern oder den Zeitraum erweitern zwischen den Attacken.